Xavier Naidoo bittet für die verstörenden Äußerungen um Entschuldigung, die er zuletzt von sich gegeben hat. Woher dieser Sinneswandel? Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Mit diesen Worten und ernster Miene beginnt Musiker Xavier Naidoo, 50, einen Videobeitrag, den er bei YouTube hochgeladen hat. Doch wer daraufhin auf eine neue Verschwörungstheorie spekuliert, mit denen der Sohn Mannheims in den vergangenen Jahren vornehmlich aufgefallen war, der wird überrascht. Denn Naidoo habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und, dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe, ihm sei bewusst geworden, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe. Für die ich mich entschuldigen möchte, führt Naidoo weiter aus. Genauer ins Detail geht er hierbei aber nicht. Der Musiker hatte zuletzt immer wieder Verschwörungstheorien verbreitet. Etwa über die Corona-Pandemie. Auch mit vermeintlich rassistischen und antisemitischen Botschaften fiel er negativ auf und erhielt zugleich Zuspruch aus der Rechten und der Querdenkerszene. Dazu sagt er, dass er sich auf der Suche nach der Wahrheit letztlich verrannt habe. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Dabei habe er sich vom Bezug zur Realität entfernt. Was hat dieses Umdenken ausgelöst? Warum Naidoo bewusst wurde, dass er sich, wie er es ausdrückt, teilweise geirrt habe, enthüllt der Star zu Beginn des Videos. Der Krieg in der Ukraine habe ihm die Augen geöffnet, wie euch haben auch mich die Ereignisse der vergangenen Wochen bestürzt und aufgerüttelt. Die brutale russische Invasion in die Ukraine. Die Gewalt, die Menschenverachtung, die Tatsache eines Krieges, der gar nicht weit von uns entfernt ist. Weiter erklärt Naidoo.